Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Promi-Geflüster. Wir sind mal wieder gar nicht so weit rausgefahren in Reutlingen, in unserem bekannten Lokal Maximilian, haben wir ihn heute zu Gast, unseren Interviewgast, Udo Wenders. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, Grüße, Holle miteinander. Ja, wir haben es gerade schon im Vorgespräch gehabt, du bist schon lange unterwegs heute, extra aus Klagenfurt. Oder beziehungsweise aus Kärnten, Klagenfurt ist die Hauptstadt natürlich, ne? Angereist. Wie lange warst du unterwegs? Ja, ich war so ungefähr 5 Stunden unterwegs und es sind ziemlich viele Baustellen jetzt in Deutschland auf den Autobahnen. Also ich glaube, ich habe jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde verloren. Aber ich bin gesund angekommen, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste, genau. Und der Grund ist natürlich, du bist auf Promotion-Tour. Österreich-Deutschland, eine neue CD gibt es von dir, nämlich die, wie viel ist es denn? Das ist jetzt die 5. CD, ja, mit dem Namen Weltberühmt in meinem Herzen. Ja, und bin sehr stolz, dass ich alle Jahre darf eine CD machen, es ist ja heute nicht mehr so. Und ja, es sind wieder wunderbare Lieder drauf und ich habe eine große Freude damit. Weltberühmt, was heißt es für dich, weltberühmt zu sein? Ja, das Thema ist schon weltberühmt, in Klammer in meinem Herzen, das ist eigentlich ein Titel auf dem Album, wo wir uns eigentlich gedacht haben, es ist eigentlich ein wunderbarer Titel für eine CD. Weltberühmt soll nicht heißen, dass sie weltberühmt werden will, sondern es geht um die besungene Frau, dass die in meinem Herzen eigentlich weltberühmt ist. Und man muss nicht Hollywoodstar sein oder sonst irgendwo sein, sondern für mich ist diese Frau weltberühmt. Und das ist eigentlich die Aussage von dem Titel. Genau, also wenn man gerade dann auch wieder so durch die Titel durchhört, ist doch viel wieder das Thema Liebe besungen. Ist das so generell ein Schwerpunktthema für dich? Ja, schon, generell Liebe oder so Beziehungsthemen. Es sind Titel oben wie Komm in meine Arme, wo es darum geht, und ich glaube, das geht jedem Menschen gleich, wenn man lange zusammenlebt mit jemandem und oder lang verheiratet ist, so wie ich das bin. Man findet sich fast in jedem Titel irgendwo wieder und der Titel sagt Komm in meine Arme. Ich bin selber sehr viel unterwegs und man vergisst oft einmal aufs Wesentliche oder sogar auf das Wichtigste, das ist auf die Frau und auf die Familie, wenn man so viel Stress hat und dann mehr oder weniger die Aussagen, komm jetzt wieder in meine Arme, ich weiß, was du jetzt brauchst, es tut mir leid, mehr oder weniger, dass ich dir ein bisschen vernachlässigt habe. Und ich glaube, es geht jedem Mensch da ungefähr gleich. Ja, ja, das ist richtig. Wie oft bist du jetzt so dann unterwegs, jetzt also auf Auftritte, wie viel sind so, was im Jahr zusammenkommt, ungefähr? Ja, es sind so ungefähr 100 Auftritte im Jahr und bin unter der Woche wohl oft noch mal ein bisschen zu Hause. Aber wenn speziell in der Sommerzeit und in der Weihnachtszeit bin ich sehr viel unterwegs und da ist es natürlich wieder, es ist ein Kommen und Gehen. Ein Koffer kann man fast nicht ganz auspacken. Also mein Beauty-Case, muss ich jetzt einmal sagen, ist die Zahnbürsten nehme ich immer da raus. Also es ist immer selten, dass ich das im Bad da irgendwie stehen habe, weil es ein Kommen und Gehen ist. Ja. Ja, also wie gesagt, das Album ist jetzt seit Mitte Juni ungefähr am Markt. Deutschland, Österreich und über die Grenzen hinaus bist ja du eigentlich durch ein Grand Prix der Volksmusik eigentlich geworden, über Österreich hinaus. Ne? Das war 2008. Wie ging es dann damals so voran, wenn man jetzt ein bisschen in die Vergangenheit mal schaut? Ja, es ist eigentlich damals, also bis ich das einmal realisiert habe, 2008, was da passiert ist. Ich war als absoluter Neueinsteiger in der Schlagerbranche und bin nach Wien gefahren und habe da beim Grand Prix der Volksmusik mitgemacht und dann habe ich das Ganze noch gewonnen und muss man sich einmal orientieren und auf einmal hat man 100.000 Freunde und Bekannte und man muss einmal damit umgehen können und dann ist es eigentlich weitergegangen. Also ich bin dann zu großen Fernsehveranstaltungen, Musikantenstadl und Silbereisen eingeladen worden. Krone der Volksmusik, das war natürlich alles ein Highlight, wenn man einfach das nur vom Fernsehen gekannt hat. Jetzt ist man auf einmal selbst dabei und das war in einer relativ kurzen Zeit. Relativ schnell ein Album produziert worden auch dann und ja, und alle Jahre ein neues und mittlerweile bin ich seit 5 Jahren unterwegs. Es ist also, geht es einmal ein bisschen rauf, dann geht es wieder ein bisschen runter, so wie es überall ist. Dann versucht man sich wieder ein bisschen zu orientieren und sagen, okay, man lernt sehr viele neue Leute kennen, man weiß nach 5 Jahren ungefähr, wo man hin will und wenn man Vertrauen kommt, wenn man nicht Vertrauen kommt, weil es sind sehr viele Schulterklopfer auch unterwegs und es war schon ein Lernprozess und auch für die ganze Familie war es eigentlich, der Bekanntheitsgrad ist natürlich enorm gestiegen, speziell in Österreich
man wird erkannt auf der Straße, beim Essen mit Familie und man muss schon, ich habe Zeiten gehabt, wo ich gesagt habe, so, ich gehe nicht aus dem Haus, mir ist das zu viel. Also man muss schon damit umgehen lernen und das war auch ein Lernprozess. Mittlerweile macht es mir nichts mehr, also auch die ganze Familie hat sich daran gewöhnt und speziell in meinem Heimatort oder in meiner Umgebung, speziell in Kärnten, glaube ich, da kann man fragen, wenn man will. Ich habe mich auch durch diesen Erfolg nicht irgendwie verändert. Ich bin noch immer der gleiche Udo wie früher und bin heute halt ein bisschen mehr unterwegs. Das beschränkt sich jetzt hauptsächlich mal auf Österreich oder ist in Deutschland auch schon die Resonanz groß? Ich habe schon einige Auftritte in Deutschland gehabt, aber es ist einfach, es ist nur hauptsächlich in Österreich so, doch in Österreich Gold- und Platin-Status und ich möchte aber Richtung Deutschland auch meine Fühler ausstrecken. Ich war schon im bayerischen Raum unterwegs, wo man mich sehr wohl kennt, natürlich von den Fernsehsendungen und von dem ersten Titel, Der letzte Zug, Haramia. Das war eigentlich mein Titel war mit dem, was alles begonnen hat. Und man kennt mich schon, also was das anbelangt. Gleich, es bestätigt, es ist halt immer schwieriger, in Deutschland Fuß zu fassen, weil es ja immer weniger Fernsehsendungen gibt, oder wo es sich die Möglichkeit ergibt, sich zu präsentieren. Und ich höre es ja von sehr vielen Seiten. Ich bekomme sehr viel Fanpost aus Deutschland. Wieso hört man sie nicht? Wieso sieht man sie nicht? Aber das liegt nicht in meiner Macht. Genau. Nee, klar, das ist leider Gottes so, dass es da in den Medien immer weniger wird. Deswegen sind wir mit unserem Promi-Geflüster da. Genau, richtig. Ja, du hast allerdings dann, was ich auch noch in Erinnerung habe, noch ein anderes Standbein oder beziehungsweise eine andere Sparte, wo du auch noch tätig bist. Thema Comedy. Was kann man da dazu sagen? Ja, tätig bin ich eigentlich fast nicht mehr in diesem Thema, aber es war auch ein Standbein von mir gewesen oder ein bisschen noch. Ich habe das bei so einer Faschingsgilde in Feistritz an der Drau, in meinem Heimatort, wo wir im Winter immer diese Faschingssitzungen betrieben haben. Daraus hat sich ein Quintett entwickelt mit 4, 5 Männern, wo wir gesungen haben und wir sind dadurch Österreich bekannt geworden mit dem Quintett und auch natürlich, wir machen so Action-Kabarett, mein bester Freund und ich, wo wir einen Dr. Schnaller, Zahnarzt Dr. Schnaller machen oder wo wir Jagd auf Bruno, eine Jägernummer. Es ist mal Action mit Blödelei verbunden und außer aus dem Leben gegriffen. Und das kann man auf YouTube anschauen. Also wenn man schon so reinschaut unter Zahnarzt Dr. Schnaller oder Jagd auf Bruno oder die Baustelle 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 Baustellen haben wir gemacht. Das sind schon Sachen, was wir eigentlich auch, was wir sehr am Herzen liegen, Leute zu unterhalten, sei es jetzt dann durch Gesang, aber auch Leute zum Lachen zu bringen oder wenn die wirklich schlecht sind, zu weinen. Und das ist natürlich, und ich finde einfach, es gehört auch zu meinem Leben dazu, diese Comedy. Viele fragen mich, wie kann man das unter einen Hut bringen? Auf der anderen Seite Comedy machen, Leute zum Lachen zu bringen und auf der anderen Seite ernste Texte zu singen, wie kommen meine Arme und die Sachen. Aber ich kann das relativ sehr gut trennen und speziell in Österreich läuft das eigentlich ganz gut. Also ich habe auch zwischen den Moderationen etwas Witziges wieder dabei und das lieben die Leute einfach. Nicht nur stur im Programm und für jeden Titel etwas Passendes zu haben, sondern ich erzähle auch Sachen aus meinem Leben, aus meinem vorherigen Leben, also bevor ich Schlager gesungen habe. Und das passt und das Schönste ist, wenn sie rausgehen und sagen, danke für die nette Unterhaltung und sie haben eine gute Stimme und es hat uns sehr gefallen. Mehr braucht man nicht. So soll es sein, genau. Jetzt werden wir nochmal auf die CD zu sprechen kommen. Was sind es für dich für schöne Stücke? Was würdest du jetzt hervorheben? Ja, was sind deine Lieblingstitel drauf? Meine Lieblingstitel sind natürlich Komm in meine Arme, die Theresa. Dann Du bist mit nichts zu vergleichen, ist auch ein wunderschöner Titel, ein bisschen zum Schunkeln und natürlich auch ein bisschen was fürs Herzschmerz. Das ist, auch wenn die Worte fehlen, habe ich speziell für einen Freund von mich gemacht, der was verstorben ist, weil ich einfach speziell jetzt wieder im November in der Allerheiligenzeit an die Verstorbenen gedacht wird, selbst meinen Vater verloren. Und das soll auch wieder ein bisschen in den Leuten Mut machen, die was einen wichtigen Menschen im Leben verloren haben. Aber es sind eigentlich, ich kann eigentlich mich mit jedem Titel auf dem Album
finde ich mich da fast, nein, in jedem nicht, aber in einigen finde ich mich da eher wieder. Und ich mache auch keine Titel mehr auf ein Album rauf, wo ich sage, okay, das ist nur noch mal rauf, das braucht man als Platzhalter, sondern ich stehe hinter jedem einzelnen Titel. Und das ist mittlerweile auch in den letzten 5 Jahren, man weiß, was man haben will. Also man hat schon ein bisschen eine Ahnung, wo man hin will. Und ja, das ist weltberühmt in meinem Herzen natürlich. Oder was ist da noch drauf? Ja. Denk doch mal wieder auch an dich. Nicht? Also 14 Titel sind es auf alle Fälle. Ja, das weiß ich schon. Also einige, ich mache es ja bei den Live-Geschichten, ja, sehr viele Titel daraus. Ja. Ich habe es jetzt leider zwischen den Zeilen noch nicht gelesen, aber höre ich da raus, dass du deine Titel auch zum Teil selber schreibst? Nein, leider nicht, aber ich lasse schreiben. Ich weiß noch nicht, wo ich will, aber selbst komponieren und selbst schreiben irgendwann einmal. Momentan ist es so, dass ich die Titel vorgelegt bekomme, von der Melodie her und vom Text. Ich schaue mir das an und wir verändern ein bisschen, wenn es zum Verändern noch geht, wo man sagen kann, okay, passt, das ist zum Singen, weil bei mir ist doch schwer. Ich bekomme sehr viele Titel zugeschickt und die passen bei meiner Stimmlage nicht. Ich bin doch Bass. Und wenn man einen Titel bekommt, der klingt zwar irrsinnig gut im Tenor, und wenn man das aber runtersetzt auf Bassstimme, dann wirkt das nicht mehr. Und das ist das Schwierige dabei. Und mittlerweile sind die Texter und Komponisten aber schon so, oder spezielle Komponisten, dass sie sich auf meine Stimme draufsetzen. Sie wissen ungefähr, wo sind meine Höhen und wo sind meine Tiefen, wie weit kann man gehen. Und dass das Ganze auch noch was eine schöne Melodie gibt und eine schöne Form gibt. Und so macht das Spaß. Und natürlich kann man dann im Studio, braucht man sich nicht mehr so anstrengen in den Höhen und Songs so mit Gewalt, das zu singen. Ne? Nee, also wirklich eine schöne, runde Sache, gehört habe ich schon. Und muss also da wirklich sagen, die Stimme ist irgendwo wirklich, wirkt auch beruhigend ein Stück weit, auf alle Fälle. Ne? Das ist ja das. Also spezielle tiefe Stimme soll ja ein bisschen beruhigend wirken und ist auch, ich sage, im Schlager nicht so verbreitet als wie die hohen. Und das, ich habe auch mit auf der Österreich Edition sogar ein Duett drauf mit Michael Hirte. Und auf das, was ich auch sehr stolz bin, ich mit Michael jetzt wirklich schon 3-4 Jahre befreundet. Und wir haben uns da zusammengesprochen und gesagt, ja, und der hat den Titel gemacht, I am from Austria, vom Reinhard Fenrich. Hat da mit der Mundharmonika gespielt und hat gesagt, Udo, hättest Lust, mit mir das gemeinsam zu machen. Und das ist auch ganz, ganz ein wunderschöner Titel geworden, weil das so passt mit der Mundharmonika am Anfang und dann Text gesungen von mir und dann gemeinsam. Und ich freue mich schon, wenn wir schon das erste Mal das gemeinsam in Österreich live präsentieren dürfen. Sehr gut. Okay, dann ganz kurz noch ein bisschen in die Zukunft blickend. Was steht in nächster Zeit an? Wo bist du anzutreffen? Auftritte etc. Oder beziehungsweise wo kann man dann auch was nachlesen? Sprich Homepage. Homepage, das ist eine gute Frage. Was ist meine Homepage? Na, ich glaube, ich bin unter www.udowenders.info. Weiß man, wo ich unterwegs bin. Hauptsächlich halt noch in Österreich. Und ja, es sind einige Auftritte noch zu absolvieren, speziell jetzt im Herbst und in der Weihnachtszeit bis zum Heiligen Abend, wo ich es eigentlich immer frei habe, wo ich zu Hause bin. Und ja, wo sind meine Wege hin? Ich bin schon wieder dabei, fürs neue Album zu arbeiten und zu suchen, wo sicherlich nächstes Jahr wieder eins auf den Markt kommt. Und ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen in speziell im deutschen Raum ein bisschen bekannter werde. Und was möchte ich noch? Ja, ich möchte einfach, das Wichtigste ist sowieso einmal, dass ich so weiter gesund bleibe, das weitermachen kann, weil sie doch, ich dürfen mein Hobby zum Beruf machen, das ist auch nicht so ohne, weil ich lebe eigentlich rein nur von der Musik nur mehr. Und ja, wo will ich hin? In irgendeiner Fernsehsendung wieder mal. Und in die paar wenigen, wo wir noch haben, genau. In die paar wenigen, was wir haben. Ja, und ich hoffe, dass wieder sich neue Wege öffnen, wo man sich irgendwie präsentieren kann. Weil es kann ja nicht sein, dass nur mehr 3-4 Sendungen sein, wenn speziell im Schlager und Volksmusik so ein großes Publikum ist. Das weiß ich, dass ein großes Publikum ist. Und deswegen, Gott sei Dank, gibt es so Leute wie euch, dass man sich da auch präsentieren kann, wo man ein bisschen reden kann. Weil meistens sind halt nur bei Auftritten, wenn man dann kriegt, darf man geschwind singen und dann kann man wieder heimfahren. Also es gehört wieder ein bisschen mehr auf den Künstler eingegangen. Und ja, ich hoffe, das ändert sich ein bisschen und dass irgendjemand einmal sagt, von den
großen Herrschaften, hier machen wir wieder mal was Schönes, weil wir mit auch Publikum was drauf warten. Vielleicht haben es jetzt die Herrschaften draußen ja mitgekriegt oder kriegen es mit. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, lassen wir uns das Mittagessen jetzt gleich mal schmecken, was auf uns wartet, was hier im Lokal Maximilian für uns gezaubert wird. Und dann dir eine gute Zeit, weiterhin viel Erfolg und ja, auf hoffentlich bald. Lieber Udo, alles Gute und liebe Zuschauer, euch alles Gute bis zur nächsten Ausgabe. Euer Frank Stiller und Udo Wenders, pfiat euch. Danke vielmals für alles.